So, dann machen wir mal. Wir haben zur Auswahl einen bebahnten König, der nicht zurückgeschubst werden kann. Ein Drache, der nicht 3D sehen kann. Und ein Spielumkette mit Tourette-Syndrom. Oder sowas ähnlichem halt. Dieses Krokrolalia ist halt, dass die rumfluchen, wenn sie getroffen werden. Ja. Hokage scheint wirklich das Mittel der Wahl zu sein. Der Barbar macht keinen Schaden. Spielumkette macht keinen Schaden und hält nichts aus. Ich kann einmal rerollen, aber dann könnte auch Mist dabei sein wie Lich King, Lich Queen und nochmal ein Drache oder so. Ich glaube, ich nehme die Spielumkette und versuche echt nur zum Gold zu laufen, also den Truhen. So, 16.000 Gold haben wir. Dann machen wir nochmal das letzte Upgrade beim Gold, weil das tierisch teuer ist und ich wahrscheinlich nicht so schnell wieder so viel Gold zusammenbekomme. So. Und bei ihm vielleicht noch was. Weil das summiert sich ja doch schon. Wie gesagt, wenn wir sterben, bleibt ein bisschen Gold über. 5.200. Wenn wir das hier nehmen würden, würden 1.300 noch was übrig bleiben. Davon könnten wir uns nichts holen. Das ist nicht so schön. Wenn wir dich holen, haben wir 2.300. 80 rum. Ja, das reicht. Also Lebenspunkte. Und mehr Rüstung. So, 73 Goldmünzen. Nimm das, Charon. So, und du hättest gerne mehr Gold. Mehr Gold. Mehr Gold. Beim ersten haben wir noch kein Gold. Okay. Also, wir spielen eine Spielumkette. Wir haben viermal Goldruhen drin. Und wir haben das Goldschwert bestimmt noch nicht freigeschaltet, richtig? Richtig, 1250. Haben wir irgendwas anderes Goldartiges freigeschaltet? Nee. 10% Gold. Okay, mit dem Gold, das wir dieses Leben lang machen werden, sollten wir die beiden Ausrüstungsgegenstände freischaufeln. Einfach nur für die Zukunft. Hier vielleicht. Ja, da ist ein Goldbonus-Dingens. So. Das ist jetzt unser Bling-Bling-Suit. Wir haben nicht mehr Fliegen. Okay, nicht fliegen können könnte ein Problem werden. Also nicht fliegen und kein Doppelsprung. Ja, schauen wir mal. Dafür müssten wir jetzt richtig viel Gold bekommen. Also der Münze war normalerweise 10 Gold. Jetzt kriegen wir 28. Das ist schon mal ein Anfang. Geh weg, die doofen Einträge. So. Wo haben wir Truhen? Obenrum haben wir eine Truhe. Und wir wollen gar keine Gegner töten. Außer es lässt sich nicht vermeiden. Wow. Und die Truhe ist da, wo sie nicht erreichen können. Okay, nächste Truhe. Zweimal nach links, einmal nach oben. Oh. Mana-Dingens, das sollten wir gleich benutzen. Kein Springen. Wir haben keinen Dash und wir haben keinen Fliegen. Mit dem Drachen würde es ja auch gehen. Ja, zurück zum Eingang. Also einen nach rechts, einen nach unten und dann weiter nach rechts. Aber bisher sieht das echt mau aus. Oh. Nichts, nichts, nichts und nichts. Oh. Noch ein Problem. Wir haben keinen Doppelsprung. Also diese Stacheldinger, da könnten echt ein Problem werden. Genau die. Und das Ganze noch unter Zeitdruck, weil die alle auf mich schießen. Okay, weg, 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 weg. Oh. So, wo müssen wir lang? Wir müssen runter zu den zwei Truhen. Was? So. Das ist doch... Krank ist das doch. Das ist mein Horrorraum, glaube ich. Oh. Ich werde hier drin sterben. Ich werde 93 Gold gemacht haben wegen diesen doofen Grünen.
Oh. So, schmeiß deine Stacheln, wir weichen aus. Du musst sterben. So. Einmal noch und du bist kaputt. Komm schon. Rechts von uns. Du bist gefährlich. Also rechts von uns ist eine Truhe. Nein. Nicht direkt rechts von uns, sondern rechts und nach oben. Und hier unten links runter werden auf jeden Fall zwei Truhen und ein Boss-Dingens wahrscheinlich. Ja. Gleich kaputt. Das ist nervenaufreibend und wir haben fast kein Gold gemacht. Also, ja, nee. Das mit alles mit Goldruhen ausstatten ist zwar von der Theorie her ganz nett. Praktisch, aber nicht wirklich toll. Ja, so wirklich viel ist hier nicht. Kein Springen. Ist das ein Labyrinth? Das heißt, wir müssen auf gut Glück jetzt den richtigen finden. Es ist entweder der hier oder der ganz rechts. Ich nehme mal den ganz rechts. Oder falsch. So, aber wir wissen, hier ist nirgendwo irgendwas, was weitergehen könnte. Oh, ein Extra-Dings. Was bist denn du? Ein Kompass? Wo zeigst du hin? Zeigst du nur nach oben links. Du bist komisch, Kompass. Hm. Also ich werde ab und an mal wieder rauf gucken, aber so wirklich viel sehen tue ich da nicht. Oh. Komm, lass mich durch, lass mich wieder durch. Weg, 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 weg. Da war so eine Truhe, aber erstmal weg. Oh. Nein. Fünf Gegner tot. Nee, also Spiel am Kett knicken. Hokage, sehr schön. Insane ist allerdings nicht so schön. Paladin. Ein weit, kurzsichtiger Paladin. Nee, ich nehme Hokage, weil Hokage toll ist. Und Insane ist halt nervig, weil wir nicht wissen, welcher Gegner richtig ist. Müssen wir mit leben. So. Wir schalten jetzt doch nicht die 10% Goldsachen frei. Sondern wir nehmen mehr Lebenspunkte, weil wir sonst nichts gebacken kriegen. So, alle Sachen wieder ändern. Das werden wir jetzt öfters machen müssen. Vorher konnten wir einfach immer dasselbe Equipment nehmen und durchrushen. Das geht jetzt so nicht mehr. So, hier mussten wir jetzt das ändern zu Doppelsprung. Richtig. So, und die Runen so ändern, dass er wieder das und das und das und das. Und, fliegen, die werden mit Doppelsprung durch Escape, das brauchen wir nicht. Retaliation, Sprint, haben wir doch schon. Ja, komm, das können wir so lassen. Jo. Okay. Obwohl, 1200, davon können wir noch was freischalten, richtig? Wir müssen es ja nicht ausrüsten. Ich will es ja nur haben. Jo. Und wieder das ausrüsten. Ja, sehr schön. 31 Gold. Das kann Charon doch gerne haben. Also die 27 Gold. Wie auch immer. So, Hokage. Mach deiner Klasse alle Ehre. Wir brauchen ganz viel Gold. Wir werden systematisch... Oh. Oh. Wir werden systematisch Schaden genommen. Oh. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir werden systematisch hier alles auseinandernehmen, weil die Gegner selber ja auch recht viel Gold droppen. Und mit dem Hokage wird das sogar was. Und er hat keinen Fußpuls. Ah, besagt sie. Das finde ich schon mal sehr schön. Weil Stacheln sind ja mein größter Feind. Also neben den Dummwassen ist es... Und ziemlich viele anderen Sachen, aber ja, mein größter Feind.
Zwei Münzen müssen liegen bleiben. So. So. Oh, du siehst gewalttätig aus. Komm, kaputt. Und kaputt, sehr schön. Ja, also es ist schon wesentlich entspannter als mit dem Spelunky. Und wir haben jetzt schon fast so viel Gold gemacht wie der Spelunky in seinem ganzen nervenzerfetzenden Leben. Oh. So nicht, mein Freund. Und du warst gar nicht wirklich da. All dieser weiße Ansturm-Ding-Typ. Alle Gegner besiegen. Das tue ich doch gerne. Auch wenn wir bestimmt tierisch viele Doom-Wasser sind. Na komm her. Zack. Das ist das Schöne, wenn man weiß, wie viel Schadenspunkte ein Gegner aushält. Ich weiß, fast alle Gegner hier brauchen zwei Treffer. Damit kann ich arbeiten. Heißt, ich kann sie dann auch anspringen und denen so Schaden machen. Weil ich weiß, ich werde sie nicht anstupsen, wenn ich bei ihnen ankomme. Weil dann sind sie schon tot. So wie du. Zack, fertig. Muss ich nicht ausweichen, gar nichts. Oh. Außer ich übersehe natürlich, dass da ein Doom was überhaupt erst ist. Und dann, ja. Und so. Oh, Doomwasser. So, du bist auch einer? Nein. Aber du da oben bist bestimmt einer. Du Ritterbild, du. Ja. Oh, komm her. Zack. 5 Lebenspunkte. Das ist doch schick. Also pro Kill. Ting. Hau zu. Warum haust du da oben überhaupt zu? Warst doch gar nicht in der Nähe. Okay. Das war ein Mitleidshaut zu. So. Jo, da ist ja noch einer. So, Kiste ist auf. Gib mir was Tolles. Sivan-Rune. Also Mana-Rune. Was ich jetzt nicht so wirklich toll finde, aber jede Rune, die wir finden, ist eine weniger, die wir freischalten müssen, um zu den guten Sachen zu kommen. So sehe ich das jedenfalls. Oh, das war schlechtes Timing. So, Lebenspunkte sind bei 50%. Ah, falsche Richtung. Sind jetzt wieder knapp über 50%. Das springt ja hin und her wie sonst was. Aber 5000 Gold. Und das sieht wie ein nerviger Raum aus. Oh, 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 oh. Ich glaube, ich will nicht in diesem Raum sein. Das war sehr knapp. Komm, 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 komm. Wow. Quietsch. Oh. Au. Oh. Okay. Sehr schön. Das war so ein Mini-Boss. Das heißt, wir kriegen noch eine Truhe mit wahrscheinlich Sets drin. Das ist sehr schön. Oh, hätte ich nicht gedacht, dass wir das schaffen. Aber, tada! Retribution Sword. Das ist diese Gegner-Kriegen-Schaden-Geschichte. Wo wir ja auch mal irgendwann ein Set zusammenbauen wollen. Aber ich denke nicht bald. Dazu sind wir noch viel zu schwach. Oh. So, euch da unten muss ich leider ignorieren, weil ich nicht genug Mana habe. So. Ah, ich wusste es, dass du Doom was bist, du nerviges kleines. Nope. Na komm her. So. Ach, die zwei anderen Sachen lasse ich da stehen. Das ist ein höllischer Raum. Du bist gar nicht da, okay. Ich glaube, ich laufe mal ganz kurz zurück. Ach, das Pflanzending ist gar nicht da. Also, insane ist wirklich nervig manchmal. Aber ja, ich laufe lieber hierhin zurück, gucke mich hier unten ein bisschen um, als da durch diesen Höllenraum zu laufen. Da waren viel zu viele Projektile. Oh. So.
31 Lebenspunkte. Und du bist auch gar nicht da, oder? Er kann gar nicht da sein. Ja, ist nicht da. Hätte mich beinahe umgebracht, deswegen, weil ich die ganze Zeit hier am Rumflitzen bin.